Er dachte, es sei nur ein Stein. Die Wahrheit hat ihn sprachlos gemacht. Am frühen Morgen lief Thomas am einsamen Strand entlang. Die salzige Meeresluft füllte seine Lungen, während er nach Muscheln und Steinen Ausschau hielt. Seine Hände tasteten den feinen Sand ab, als plötzlich etwas Hartes und Kaltes seine Finger berührte. Er zog eine seltsam geformte, runde Masse heraus, die im Sonnenlicht glänzte. Ein Stein, dachte Thomas, während er das merkwürdige Objekt genauer betrachtete. Es war nicht wie die üblichen glatten Steine, die er am Strand fand. Dieser hier war von einer tiefroten Farbe und schimmerte leicht. Fasziniert steckte er den vermeintlichen Stein in seine Tasche und setzte seinen Spaziergang fort. Die Sonne stieg höher und der Strand wurde lebendig. Thomas entschied sich, seinen Fund genauer unter die Lupe zu nehmen. Als er den roten Stein aus seiner Tasche zog, bemerkte er etwas Seltsames. Erst dachte er, es sei nur seine Einbildung, aber als er genauer hinsah, erkannte er, dass der Stein sich bewegte. Panik durchzuckte ihn, als er realisierte, dass es sich nicht um einen Stein handelte, sondern um eine lebendige Kreatur. Thomas starrte auf die rote Masse, die sich langsam ausbreitete und zarte Tentakeln zeigte. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Schock. Es war keine gewöhnliche Qualle, sondern eine feuerrote Feuerqualle, die anscheinend vom Meer an den Strand gespült worden war. Sein Herz begann schneller zu schlagen. Verblüfft und gleichzeitig beängstigt beobachtete er, wie die Qualle sich sanft hin und her bewegte. Ein faszinierendes, aber auch beunruhigendes Schauspiel entfaltete sich vor ihm. Thomas überlegte, was er tun sollte. Sollte er die Feuerqualle zurück ins Meer bringen oder sollte er Hilfe holen? Während er darüber nachdachte, bemerkte er, dass die Feuerqualle scheinbar friedlich vor ihm schwebte. Ein eigenartiges Gefühl der Verbindung überkam ihn, als ob er einen seltenen, geheimnisvollen Freund gefunden hätte. Schließlich entschied er sich dafür, die Feuerqualle behutsam zurück ins Meer zu tragen. Mit vorsichtigen Bewegungen ließ er sie in die Wellen gleiten. Die feurige Kreatur schwamm langsam davon und Thomas beobachtete, wie sie im klaren Wasser verschwand. Er konnte immer noch nicht fassen, dass der vermeintliche Stein in Wirklichkeit eine lebendige Feuerqualle war. Sein morgendlicher Spaziergang hatte sich in ein unvergessliches Abenteuer verwandelt und die rote Feuerqualle würde in seinen Erinnerungen weiterleben. Was für eine aufregende Entdeckung, nicht wahr? Wenn euch diese Geschichte ebenso fasziniert hat wie mich, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Abenteuer zu verpassen. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer als Erster informiert seid, wenn es hier etwas Neues zu entdecken gibt. Bis zum nächsten Abenteuer, bleibt gespannt und vielen Dank fürs Zuschauen.